doch nicht immer gut aushalten? Für die Mutter bedeutet die Essstörung ihrer Tochter eine immense Einschränkung ihres Alltags. Für Leni wird die Schule, das Leben überhaupt, zur unerträglichen Überforderung. Es ist ja nicht immer nur die Unmöglichkeit des Essens oder des Kalorienzählens. Oder es ist ja im Grunde genommen eine Sucht nach Kontrolle, eine große Versuchung, wenigstens, also wenn man schon das Draußen nicht beherrschen kann, sich selbst irgendwie als Experimentierfeld zu nehmen. Alles, was sie macht, muss mindestens ein sehr gut sein. Alles. Und das ist nicht zu schaffen. Ist nicht zu schaffen. Und das wollte sie offenbar schon in der 4. Klasse. Das Draußen ist nicht beherrschbar, nur die eigenen Bedürfnisse. Essgestörte sind zu über 90% Mädchen und Frauen. Die Sucht nach Verzicht und Selbstdisziplin ist ein weibliches Phänomen. An einem ganz normalen Kreuzberger Gymnasium erzählen Jugendliche aus der 10. Klasse von der Anstrengungsbereitschaft der Mädchen. Ich mag schon gut sein, ich mag mein Abi machen und ja. Ich glaube, Mädchen sind zielstrebiger. Ich glaube, die sind ein bisschen ehrgeiziger im Lernen. Ich bin dann so diejenige, die nur was sagt, wenn ich weiß, dass es hundertprozentig richtig ist. Mädchen wollen alles so in ihrem Leben geregelter, wenn man mal guckt, so Hausaufgabenhefte oder so. Jungs kaufen sich da in so ein Ding bei Karstadt und Mädchen brauchen das Beste, wo Fotos von Freundinnen drin sind und wo alles perfekt ist. Und weil jetzt zum Beispiel in der Politik auch mehr Männer an der Macht sind, sage ich jetzt mal. Und Frauen wollen halt dasselbe erreichen wie Männer und vielleicht legen sie sich aus diesem Grund mehr ins Zeug. Mit dem Heranwachsen junger Mädchen, mit Pubertät und Essstörungen, sammelte man viel Erfahrung in der Beratungsstelle Dick und Dünn. Die gibt es seit 26 Jahren, eine der ersten deutschlandweit. Das hat ja was mit unserer Gesellschaft zu tun, dass wir das so propagieren. Auch man muss sich gesund ernähren, man muss viel Sport treiben, man muss leistungsfähig sein, man muss also konkurrenzfähig sein, als Frau in alle Rollen schlüpfen. Ja? Man muss die tolle Mutter sein, man muss berufstätig sein bis zum Abwinken, man muss sportlich sein. Und also das ist auch gefordert so von unserer Gesellschaft. Und da wir das bei den Frauen mit Essstörungen mit sehr perfekten Frauen zu tun haben, möchten sie alle Rollen auch perfekt erfüllen und machen sich dabei völlig kaputt. Seit dem Tod ihrer Tochter kommt Martina L. regelmäßig zur Beratung hierher. Immer noch macht sie sich Vorwürfe, ihre Tochter nicht entmündigt zu haben, um sie ins Krankenhaus einweisen zu können. Auch wenn das Verfahren wohl zu lange gedauert hätte. Dick und Dünn ist eine der wenigen Stellen, die auch Angehörige beraten. Ich habe es ja leider Gottes sehr, sehr spät erst von diesem Verein hier gehört. Und denke manchmal, wenn ich das vorher gewusst hätte oder auch irgendwoher den Tipp bekommen hätte, dass ich hierher gehen kann, auch nur als Angehörige, dann hat man vielleicht doch noch eher eine Chance, dass man einen Weg findet. Es gibt Familien, da passiert das tatsächlich noch, dass man zusammen isst. Aber es ist eher so, dass viele nicht mehr zusammen essen. Und dann kriegt man das ja auch gar nicht so mit, was da passiert. Also da kriegt man gar nicht mit, ob jemand dicker oder dünner wird. Das sieht man dann irgendwann mal, aha, die hat ja abgenommen oder so. Aber das reine Essverhalten, das kriegen manchmal die Eltern gar nicht mit. Die Kukeria in Berlin-Charlottenburg. Kochkurse wie dieser erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit. Man trifft sich in geselliger Runde und genießt das Essen als kulturelle Veranstaltung. Ein erstaunliches Missverhältnis. Einerseits wird das Kochen als angesagtes Freizeitvergnügen und Show-Event entdeckt. Andererseits kochen und essen immer weniger Familien zu Hause gemeinsam. Die essgestörten Mädchen im Theodor-Wenzel-Werk müssen das erst wieder mühsam lernen. Zweimal in der Woche wird ihr Gewicht und damit ihr Lernerfolg überprüft. Manche können die Nacht vorher kaum schlafen vor Aufregung. Am Donnerstag, wo Wiegetag ist, das ist Konsequenztag, kriegen sie eine Mahnung, die als eine Karte bezeichnet wird. Und die dürfen 4 Karten haben, 4 Verwarnungen. Und beim 5. Karte werden die Patienten dann entlassen. Marina hat schon wieder abgenommen, trotz der verordneten Mahlzeiten und Essenspläne. Okay. Möchten Sie Ihr Gewicht wissen? Mhm. 34,8. Ja, das ist halt hier vor allem das Zwiespältige, weil wenn es mehr ist, dann geht es mir schlecht. Wenn es weniger ist, weiß ich, es sollte so nicht sein. Und dementsprechend hin und her gerissen mich den ganzen Tag. Begleitetes Einkaufen. Einige Patientinnen waren seit Monaten nicht mehr in einem Supermarkt. Obwohl Cindy am Ende ihrer 10 Klinikwochen steht, hat sie immer noch Angst vor dem Normalgewicht. Die Essstörung zwang sie dazu, die Schule ohne Abitur abzubrechen. Das will sie nun nachmachen, neben ihrer Lehre zur Bankkauffrau. Sie hat Angst vor der Überforderung und davor, dass sich niemand mehr um sie kümmern wird, wenn sie erstmal geheilt ist. Und sie befürchtet, dass sie auf der Suche nach Selbstbestätigung wieder auf Essen verzichten wird. Es ist einerseits Triumph, es ist Genugtuung, es ist Ehrgeiz. Ich war schon immer jemand, der Dinge durchgezogen hat. Man kann es schon auf Krampf nennen. Wenn ich was schaffen wollte, dann habe ich das geschafft. Aber eigentlich auch, wenn ich Sachen machen muss. Also es ist immer dieser Druck und dieser Zwang, dieses Funktionieren, das beherrsche ich halt einfach. Betreutes Kochen. Cindy und Caro haben sich über Jahre so an den Verzicht gewöhnt, dass die Verwendung von Fett ihnen immer noch unangenehm ist. Sich so sehr einzuschränken, dass es lebensgefährlich wird, das hat auch Caro hinter sich. Der Punkt, wo ich mir zum ersten Mal Hilfe gesucht habe, da war mein Leben völlig aus den Bahnen geraten. Also ich war völlig depressiv, ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen und habe den Tag über andauernd ohne Grund angefangen zu weinen und halt auch gemerkt körperlich, dass es richtig mies ist, also dass ich Kreislaufprobleme habe, dass mir wie gesagt die Haare ausfallen. Freundeskreis gab es nicht mehr, mit meiner Familie bin ich auch nicht mehr zurechtgekommen. Ich wollte nicht, dass meine Eltern sich sorgen, und weil es mir unangenehm gewesen wäre und weil es auch irgendwie wieder, ich wäre wieder in diese Position gekommen, vor allem bei meiner Mutter, dass ich mich eher um sie gesorgt hätte, weil ich ihr jetzt Sorgen mache, als dass ich das annehmen kann, dass sie sich um mich sorgt. Ich wurde sehr ehrgeizig und sehr zum Perfektionismus erzogen. Und zum anderen gab es dann auch einfach Ereignisse in meiner Vergangenheit oder in der Vergangenheit meiner Familie, wo ich mich ein bisschen alleingelassen gefühlt habe, ein bisschen zu sehr als Erwachsene und zu wenig als Kind. Das macht mir, glaube ich, bis heute noch Schwierigkeiten. Dass Eltern Schuld an der Krankheit ihrer Töchter tragen, dieser Vorwurf trifft vor allem die Mütter immer wieder. Ich bin jemand, der als Mutter immer in Gefahr steht, dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass dieses Mädchen so krank ist. Weil ich bin eben nicht in der Lage und wir haben eine schlechte Ehe geführt, in der Familie waren zu viele Kinder, ich habe zu viel gearbeitet. Es gibt ja immer in jeder Familie 100 Möglichkeiten, irgendwelche Störungen sozusagen dingfest zu machen, also die Ursachen dafür. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Das hat sich auch meine Tochter nicht ausgesucht, ja. Annette P. hofft, dass ihr Kind bald aus der Klinik entlassen wird. Sie wird dann für sie da sein. Mütter, die sich zu viel oder zu wenig kümmern, die Abwesenheit der Väter, viele Faktoren spielen eine Rolle. Ich betreue ja selber viele Eltern und berate auch viele Eltern. Ich versuche, diese Schuldfrage nicht so aufzukochen, weil ich glaube, es ist wichtig, vorwärts zu gucken. Was kann ich jetzt machen? Ich kann ja das Rad nicht zurückdrehen. Ich verstehe, dass Eltern sich darüber Gedanken machen, aber ich stütze das nicht, sich das jetzt in voller Breitseite stundenlang anzugucken und sich rückwärts zu bewegen in den Gedanken und auch in diesem Gefühl der Hilflosigkeit, sondern ich gucke, wie geht's vorwärts? Also wie können wir jetzt was anders machen? Wie geht's jetzt in Bewegung, dass jetzt Hilfe passiert? Diesen beiden ist es gelungen, die Hilflosigkeit zu überwinden. Mutter und Tochter schlendern gemeinsam über den Markt. Noch vor wenigen Jahren wäre das für Tochter Caroline nicht vorstellbar gewesen. Damals, in Zeiten mit viel Ehrgeiz und wenig Essen. Früher dachte ich auch, dass ich auf jeden Fall Karriere machen will, ganz viel arbeiten, von morgens bis abends, immer ganz mit Anzug und viel Geld. Und mir ist jetzt einfach klarer geworden, dass man das Leben, wie gesagt, auch nebenbei genießen sollte. Weil wenn man abends erschöpft zu Hause ist, dann hat man auch nicht mehr viel von seinem Geld. Damals begann ihre Mutter Conny, sich mit Familienkonflikten zu beschäftigen. Als Elterntrainerin wurde das später zu ihrem Beruf. In der Auseinandersetzung mit ihrer Tochter hat Conny viel gelernt. Die Distanz hat uns geholfen, uns wieder näher zu kommen. Also wieder auch mehr zuzulassen, weniger Sorgen und mehr Freude miteinander zu erleben. Ihre Tochter ist früh ausgezogen. Mittlerweile studiert Caroline in Süddeutschland, besucht ihre Mutter ab und zu und sieht das Leben gelassener. Sich wieder Genuss und Freude zu erlauben, das ist auch das Ziel der Therapie im Theodor-Wenzel-Werk. Ich habe ja dann nach einer Weile wieder angefangen zu essen, auch gerade hier. Und war überrascht von vielen Sachen, weil ich gar nicht mehr wusste, wie die schmecken. Das war einfach so lange her. Klar, und ich habe auf jeden Fall auch wieder jetzt Freude am Essen irgendwo, aber fühle mich halt deswegen auch immer noch schuldig. Also es sollte halt nicht sein und Genuss ist so etwas, was halt nicht notwendig ist. Und die andere Seite ist einfach viel mehr Leben. Es ist, ja, Leben, Spaß haben, genießen können. Nicht unbedingt nur das Essen, sondern generell Dinge genießen und sich vielleicht auch gönnen und einfach nicht unbedingt immer in bestimmten Bahnen zu denken, alles in gewisse Leistungen zu setzen, sondern einfach zu sein und zu leben und sich nicht um alles einen Kopf zu machen, sondern einfach zu versuchen, damit zufrieden zu sein, wer man ist, was man macht und dass es in Ordnung so ist. Mittagessen unter Aufsicht. Knapp 2/3 der Essgestörten können, oft nach einer oder mehreren Therapien, irgendwann wieder unbeschwert essen. 1/3 hat ein Leben lang mit der Krankheit zu tun und etwa 13% der Magersüchtigen sterben. Viele erst an den Spätfolgen der Krankheit. Ihre Familien sind mit betroffen, auf welche Weise auch immer. Die Eltern brauchen Beratung, Hilfe und manchmal Distanz. Sie können sich nicht nach den Mädchen richten, das klappt nicht. Wenn sie das machen, was die Mädchen wollen, gehen sie in diese Achterbahn der Gefühle und des Hin und Hers mit rein und dann sind sie überhaupt nicht mehr nützlich. Eltern müssen bei sich bleiben, sie müssen wissen, was glaube ich, was für mich richtig ist und was in dem Moment vielleicht auch für mein Kind richtig ist. Also sie müssen auch die Verantwortung übernehmen als Eltern, je nach Altersstufe. Ja. Aber sie müssen klar bei sich und für sich entscheiden, was sie in dem Moment wollen und nicht, was könnte ich machen, damit es der Tochter, das ist ja wieder manipulativ, ja. Wenn ich jetzt was mache, weil ich glaube, ich kann bei der Tochter was erreichen, versuche ich sie zu manipulieren und das funktioniert nicht. Bevor ihre Tochter starb, hat Martina L. alles versucht, was in ihrer Macht stand und festgestellt, dass sie trotzdem das Schlimmste nicht abwenden konnte. Wenn man sein Kind wenn man es auf die Welt bringt und hat so im Arm, dann hat man ja so seine Vorstellungen und jeder sagt, oh ja, und nur das Beste und Schönste und denkt, sein Kind ist überhaupt das Größte, ist es ja eigentlich auch, jedes Kind. Und man muss halt die Erfahrung dann machen, dass es eben wirklich nicht in der eigenen Hand liegt, was aus diesem Kind wird. Überhaupt nicht. Zeit mir auch gleich. Wie das jetzt weitergeht.